Guten Morgen, ich bin die Melli und ich nehme euch mit auf die Reise vom Olavsweg von Oslo bis nach Trondheim. Hinter mir ist die E6, die habe ich gerade überquert. Mein heutiges Etappenziel liegt ca. 34 Kilometer entfernt und ich komme heute auch bei Eidsvoll vorbei. Ich stehe wieder am Trondheimsweihen, den habe ich in Jessheim verlassen, bin dann zum Innomhaug über dieses Naturreservat an diesen See gerade entlang und bin jetzt wieder hier auf den Trondheimsweihen gestoßen. Wenn man den geradeaus läuft, hat man halt nur ein paar hundert Meter, denke ich mal, und so bin ich halt 7 oder 8 Kilometer mehr gelaufen. Wer sich mal eine kürzere Etappe leisten möchte, einfach geradeaus laufen. Allerdings empfehle ich auch, die 7 Kilometer zu laufen, weil es wirklich schön gewesen ist. Vor der Eidsvollbegnung und diese ist sehr wichtig, weil hier wurde am 17. Mai 1814 Norwegen zum eigenen Staat erklärt. Der 17. Mai ist ja auch der Nationalfeiertag in Norwegen, 17. Mai, und wird weiterhin ganz groß gefeiert. Alle putzen sich raus, alles wird geschmückt und der Tag, wenn man mal hier sein sollte, den Tag sollte man dann miterleben. In Eidsvoll und der Stein sagt noch 560 Kilometer zum Nidaros. Es ist aber definitiv noch weiter. Musik.
Hallo von der Haug-Pilgrimsherberge. Hinter mir regnet's. Also ich habe es geschafft, vorm Regen hier zu sein und bin echt mega glücklich. Konnte gerade noch draußen kochen. Der Tag war ja geplant mit 34 Kilometer. Mein persönliches Trekken hat dann 38 Kilometer gesagt. Ich weiß, dass ich manchmal an der Kreuzung falsch abbiege, aber so oft war mir nun nicht bewusst. Also ich glaube, so oder so sind die Kilometeranzahlen nicht ganz überein. Für mich, ich empfand es heute als relativ flach, den Weg, und kam wirklich sehr gut voran, hatte jetzt keine großartigen Probleme. Einmal natürlich im Wald, also erst war ja übers Feld und dann ging es so im Wald. Hier laufen nicht so viele lang, so der Pfad ist nicht so gut eingetrampelt und man hat ihn halt kaum gesehen an einigen Stellen, aber die Schilder waren da und da waren viele Schilder, also von daher, das ging dann wirklich super. Ansonsten war wirklich sehr viel Asphalt, die Beine wurden ein bisschen müde, also ich habe mich dann gefreut, sogar übers Feld und im Wald ein bisschen zu sein und anderen Untergrund einfach zu haben. Ja, jetzt werde ich mich stärken und morgen werde ich schauen, wie weit ich laufe. Mit diesen Bildern bedanke ich mich bei dir fürs Einschalten und Zuschauen. Wenn du Fragen haben solltest, schreib sie mir gern in die Kommentare und wir sehen uns, eure Melli.